Hallo zusammen. Kinderfotos ins Internet stellen, ja oder nein? Was ist meine Meinung dazu? Ich betone das, das ist nur meine Meinung. Es ist keine Rechtsberatung, es soll auch keine Empfehlung sein. Das ist eine sehr emotionale Entscheidung auch, die jeder ein bisschen für sich selbst treffen muss. Ich bin Informatiker, ich habe ein bisschen eine technische Sicht darauf. Ich bin Vater, wir haben diese Woche eine Tochter gekriegt. Und ich bin aber auch ein Fotograf, der vom Internet lebt. Also ich habe so ein bisschen ein kleines Stück weit drei Hüte auf und möchte ein bisschen meine Meinungen der drei Hüte dazu sagen, die nicht ganz identisch sind. Als Bergsportler sprechen wir von objektiver Gefahr. Was ist die objektive Gefahr? Die objektive Gefahr ist so eigentlich Worst Case, wäre ja quasi, ich filme Christina beim Windelwechseln. Man sieht Christinas Gesicht, man erkennt, wer sie ist, man sieht die nackte Ronja und ich schicke das Video meiner Mama. Und meiner Mama wird das Handy geklaut und das Video landet nachher in einer pädophilen Webseite irgendwie. Das wäre irgendwie so der Super-GAU. Und das kann passieren. Und der einzige Schutz vor sowas ist, das Video gar nicht zu machen. Und das ist unser, wir haben jetzt die letzten Wochen sehr viel darüber gesprochen, was wollen wir machen, wie wollen wir damit umgehen. Und unser Grundsatz wird sein, wir machen keine Fotos, wir machen keine Videos, die schlimm sind. Schlimm im Sinne von, wenn die in die falschen Hände geraten, was auch immer das heißt, dann passiert irgendwas Schlimmes. Weil wir haben natürlich haben wir Angst um unsere Tochter. Ganz klar. Das ist so ein Extremfall, offensichtlich. Also bei uns gibt es einfach keine Nacktfotos von Ronja und auch keine Nacktvideos von Ronja. Und dementsprechend können die auch nicht falsche Hände geraten, weil es die gar nicht gibt. Ganz einfache Lösung. Jetzt ist das der Extremfall. Es geht ja auch um die ganzen normalen Fotos. Unabhängig von Kindern, als Informatiker ist mir halt bewusst, es ist jederzeit möglich, dass jemand meinen Computer hackt oder mir meinen Computer klaut im Zug. Ich bin sehr viel mit ÖV unterwegs. Oder ich mein Handy verliere oder mein Apple-Account, ich habe ein iPhone, dass viele Bilder sind in der Cloud, wenn der gehackt wird und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass meine Bilder mal in falsche Hände geraten, ist relativ hoch. Ich tue alles Menschenmögliche, um das zu verhindern, aber es ist möglich und relativ wahrscheinlich im Laufe des Lebens, dass es irgendwann in irgendeiner Weise passiert. Das muss nicht schlimm sein, aber ich gehe alles, was ich produziere, versuche ich so zu behandeln, dass wenn das in falsche Hände gerät, darf das einfach nicht der Super-GAU sein. Und bei der Tochter geht es nicht zwingend um Tod und Leben, aber es geht einfach darum, dass mir das unheimlich wichtig ist und wir das sehr, sehr ernst nehmen, die Sache. Alles andere sowieso auch, aber das natürlich noch mal eine Stufe mehr. So, dann nächste Stufe, sage ich mal, wären so die ganzen peinlichen Fotos. Auch da ist der Grundsatz, ich mache keine Fotos von Christina, wo die sie doof findet. Die mache ich nicht. Wenn ich das mache, aus Versehen oder aus Jux, und sie sagt, das ist ein doofes Foto, dann lösche ich das. Ronja kann das nicht sagen. Sie kann nicht sagen, doofes Foto, sie findet das irgendwie doof. Und ich kriege jeden Tag aus der Verwandtschaft Fotos von irgendwelchen Kindern, die mit Brei geschmiert sind oder die irgendwie einen Kleiderschrank ausgeräumt haben, in dem Chaos sitzen und so weiter. Also die ganzen alltagspeinlichen Fotos, du weißt, was ich meine. Die werden wir auch machen und die werden wir auch an unsere Schwiegereltern und Eltern schicken und Brüder und Verwandtschaft und so weiter. Mein Bruder wohnt auf den Philippinen, meine Eltern sind in Lüneburg, ihre Eltern sind in Lüneburger Heide, 800 Kilometer weg. Wir werden natürlich Fotos und Filmchens mit dem Handy machen und über Internet verschicken. So, das haben mir ganz viele geschrieben, das machen sie auch und sie machen das nur privat. Auch das, ich wiederhole das, behandle ich so, als wenn das öffentlich wäre, selbst wenn es nicht öffentlich ist. Da geht nichts rein, wo ich das Gefühl habe, in 15 Jahren ist Ronja das furchtbar peinlich oder sogar irgendwie Karriere verhindert oder irgendwie sowas. Ja. Was genau das heißt, das muss ich jetzt so ein bisschen zeigen. Gesunder Menschenverstand, sage ich mal. Das ist unsere Meinung. Meine persönliche Meinung ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Wenn ich daran denke, natürlich gibt es auch Kinderfotos von mir. Die gibt es halt nicht digital, beziehungsweise ich glaube, mein Papa hat die mal digitalisiert, aber die gibt es halt, ne, also nicht das gleiche wie früher. Aber auch da, wenn jetzt die Bild-Zeitung Bilder zugespielt kriegt, wie ich auf dem Trecker irgendwie auf dem Hof rumfahre, na und? Also ist mir doch völlig egal. Und wenn da irgendwie an die Bildzeitung Fotos gehen von mir, irgendwie Gesicht voll Brei, ist mir das auch egal. Ich finde das nicht unbedingt lustig oder so, beziehungsweise vielleicht finde ich es dann sogar so lustig, dass ich sage, haha, und ich teile das sogar noch. Aber es wäre nicht schlimm. Das ist der entscheidende Punkt. Und viel mehr Meinung habe ich dazu gar nicht. Gesunder Menschenverstand und alles immer so behandeln, als wenn das öffentlich wäre, auch wenn es nicht öffentlich ist. Weil es einfach sehr relativ hoch, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit doch irgendwann öffentlich sein kann, wenn das für irgendjemand von Interesse ist. Die allermeisten Kinderfotos sind ja für niemanden von Interesse, der nicht das Kind auch kennt. Ja,
Es ist ein bisschen schwierig natürlich. So, und jetzt habe ich noch den Hut auf Stefan Wiesner Fotografie, der YouTube-Fotograf. Natürlich schreiben mir ganz viele, ob es jetzt Videos und Bücher zum Thema Kinderfotografie geben wird. Und ja, natürlich wird es da was geben. Natürlich werden wir unsere Tochter fotografieren, wir werden uns gegenseitig fotografieren und es wird die nächsten Jahre einen ganzen Haufen Fotos geben, ich mit dem Kind auf dem Arm und ich im Kinderwagen und so weiter und so fort. Wie viele ich davon auf YouTube oder auf Facebook stelle, mit öffentlich, sei mal sehr dahingestellt, sehr wenig und überwiegend so, dass man das Gesicht nicht sieht natürlich. Und dann auch sehr, sehr ausgewählt. Also wenn ich ein schönes Foto mache mit meinem Kind an einem Bergsee, ja, warum soll ich das nicht ins Internet stellen, selbst wenn man das Gesicht so ein bisschen sieht. Wenn ich Kinderfotos von mir sehe, ich sage mal so aus den ersten 2 Lebensjahren, erkenne ich mich nicht wieder. Also die Kinder ändern sich am ersten 2, 3 Jahren so dermaßen, man erkennt sie ja gar nicht wieder. Also sowieso relativ unkritisch, glaube ich, die ersten Jahre. Kann man auch ein bisschen anders sehen, aber ist meine Meinung. Also ja, es wird Bilder von Ronja geben im Internet, sehr wenige und sehr ausgewählte und dann halt nur schöne Fotos und keine peinlichen Fotos. Das ist unsere Meinung. Schlusswort. Zum Beispiel habe ich auf Facebook angekündigt, halt, dass wir das Kind haben und ich habe ein Bild gepostet, wo man nur die Füße von dem Baby sieht. Man sieht, es ist ein Mensch, es ist ein Baby. Jeder versteht es und jeder hat das Gefühl, oh, das Kind gibt es wirklich und ich habe es gesehen, aber man sieht es ja nicht wirklich. Und das ist natürlich die beste Art und Weise, das zu machen. Das nehme ich mir auch vor, das überwiegend so zu machen. Ich bin mir sicher, es wird auch mal Gesichter von ihr geben im Internet und wir werden uns ja ganz schnell daran gewöhnen und das nicht schlimm finden. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns das halt vorgenommen haben und das sicherlich in den nächsten Wochen auch noch ein paar Mal diskutieren werden. Wir beide und auch die Schwiegereltern natürlich, die da auch eine sehr starke Meinung zu haben und so weiter. Also, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen als Denkanstoß. Reine menschliche Entscheidung, es gibt da kein richtig oder falsch, außer eben keine Nacktfotos. Da finde ich, gibt es kein richtig oder falsch, das ist ganz klar. Alles andere ist ein bisschen Ermessenssache. Ich hoffe, das war hilfreich. Viel Spaß so oder so mit deinen Kinderfotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.